Nun, es war tatsächlich so, im Februar habe ich tatsächlich diesen einen Monat kalten Duschen durchgezogen. Ich muss dazu sagen, dass ich nicht jeden Tag dusche und am Anfang der Challenge wollte ich das jeden Tag machen, da man damit ja noch eine quasi kleine Aufgabe für den Tag mit verbindet. Aber ich habe mir wieder gedacht, okay, ich dusche ja sonst auch nicht öfter, meistens so jeden zweiten Tag, es sei denn, ich kam steigend schwitzen und dann natürlich auch Meerschweinchen drinnen. Das liegt einfach daran, dass wenn man sich gesünder ernährt, nicht mehr so einen starken Schweißgeruch entwickelt, zumindest jetzt vom Alltag her. Habe ich natürlich Sport gemacht, also dann schwitze ich natürlich auch und das riecht man und ja, dann dusche ich natürlich auch zwei Tage hintereinander, also so nach Bedarf, aber es ist nicht mehr dieses tägliche Muss-Duschen damit verbunden. Ich so durchgezogen mit dem kalten Duschen, habe tatsächlich, wie am Anfang im Video gesagt, dann das einmal warm duschen genutzt, da ich tatsächlich krank geworden bin. Ich frage mich, ob es jetzt daran lag, da ich meine Gedanken darauf konzentriert habe, weil man ja manchmal so sagt, dass das die Gedanken so anziehen können, oder ob es vielleicht doch daran liegen könnte, dass es einfach total viele krank waren von den Klienten her, also den Menschen, die ich betreue in der Arbeit. Und ich extra arbeiten musste, also es war ein bisschen mit Stress verbunden und ein bisschen Erkältung, die in der Wohnstätte so durchgegangen ist. Da glaube ich eher, dass die zweite Variante so der Fall war und da war ich immer erkältet seit vielen Jahren. Mal wieder so erkältet, dass ich wirklich zu Hause bleiben musste, um das auszukurieren, was ziemlich seltsam für mich ist. Es war schon ziemlich lange nicht mehr so. Und dann kam es eben dazu, dass ich nach dem Monat kalt duschen dann doch etwas die Schnauze voll hatte und wieder warm duschen wollte, weil das irgendwie doch etwas ist, was man genießt und was ich unbedingt wieder machen wollte. Ja, und dann habe ich wieder warm geduscht, weil ich auch während der Zeit, in der ich kalt geduscht habe, nicht wirklich das Gefühl hatte, dass ich was verändert habe. Und dann ist das sehr Interessantes passiert. Hatte ich nicht mehr dieses frische Aufwachgefühl, was ich inzwischen gewohnt war vom Duschen. Und irgendwie, ich weiß nicht, also auf jeden Fall, es war irgendwie nicht das Gleiche. Also dieses komplett gleich wach zu sein nach dem Duschen, dieses frische Gefühl. Und vor allem habe ich wieder gefroren, nachdem ich aus der Dusche rausgekommen bin. Was man natürlich nicht hat, wenn man sich kalt duscht, nicht, dann wärmt man sich eher wieder auf. So, mein Fazit hierzu ist jetzt folgendes. Ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, eine Mischform zu machen, wie es wahrscheinlich schon viele von euch tun würden oder machen oder schon mal gemacht haben. Ganz einfach, ich dusche anfangs warm, aber nicht zu heiß, sondern eher so lauwarm und dusche mich danach kalt ab. Somit habe ich trotzdem ein bisschen dieser frische Effekt, aber trotzdem noch mein warmes Duschen wohlfühl-Idee. Und zwar wäre, glaube ich, Kaltduschen so generell nochmal super, weil es noch eine bisschen Erweiterung ist, aus deiner Komfortzone herauszukommen. Denn du musst dich ja jeden Tag neu entscheiden, das ist bestimmt eine super Entscheidungshilfe. Ich verlinke euch mal ein cooles Video dazu, wo genau jemand die 30 Tage Kaltduschen-Challenge genutzt hat, um endlich sein Leben zu krempeln, was ich ziemlich beeindruckend finde. Ja, und das seht ihr dann in der Infobox, in den Infokarten und in der Infobox. Ja, wisst ihr, was ich meine. Und falls man das jetzt in diesem Video merken soll, dann meine Dwets haben gerade ziemlich fertigen Ansatz. Das liegt gerade daran, dass ich versuche, meine Seife noch weniger zu nutzen, meine Haarseife. Ich habe es selber so gemacht, Abstand wöchentlich, da ich einmal mit Wasser wasche und einmal mit Seife wasche und dann einmal in der Woche. Und jetzt versuche ich gerade nur komplett mit Wasser zu waschen. Ich weiß gar nicht, wie ich das angefangen habe. Ich habe einfach nur bei dem einen Wasserwaschen nochmal ein Wasserwaschen dahinter gehangen und ja, jetzt merke ich halt, dass meine Haaransätze wieder fertig werden. Ein zweiter Grund dafür ist allerdings auch meine Ernährung, die gerade nicht so optimal ist. Ich habe in letzter Zeit in meinen
Rohkosternährung ziemlich viele Nüsse gegessen und Oliven, die vielleicht jetzt nicht 100% Rohkostqualität hatten. Also meine Rohkost ist so zu 95% und dann zu eben noch diese ganz normalen Oliven im Supermarkt. Und dann Nüsse, die entweder roh sind vom Made Living bestellt und am Zug kommt aber doch Nussmischung hinzu, einfach ganz normal vom Laden. Ja, und da habe ich gemerkt, ich hatte in letzter Zeit etwas übertrieben mit Nüssen und Oliven und lauter Nahrungsmittel, die fettig sind. Und ich denke, das spiegelt sich auch zu einem wieder mein Hautbild wieder, weil ich hier einen Ansatz hier so kleine Pickelchen bekomme oder so. Also meine Haut ist super glatt, seit ich so viel Rohkost esse, auch nur so nebenbei, versanft und weich. Aber so kleine Stellen merkt man dann schon mal, oder dann so hubbelig werden, rötlich. Wollte ich euch nur kurz informieren, wieso das jetzt so komisch aussieht. Es liegt nicht generell an Dreads, sondern eher an meiner Ernährung, die letzte Zeit sehr nusshaltig war und an mein Experiment, gar nichts mehr zum Waschen zu verwenden. Ja, vielleicht soll ich beim nächsten Mal das auch genauer festhalten und wann ich damit anfange. Aber das nur noch so am Anhang, so als kleine Info. Und weil ihr es erkennt, die Augenringe liegt darin, ich hatte Nachtschicht und hatte über den Tag verteilt ziemlich wenig getrunken. Und Flüssigkeitsmangel und Schlafmangel führen eben auch beim Rohkostler auf langer Sicht zu Augenringen und rötlichen Augen. Bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr dabei wart und mein Video gesehen habt. Ich versuche mal wieder regelmäßige Videos zu machen. Ich glaube, letzte Woche kam keins. Das liegt einfach daran, dass ich manchmal Ideenmangel habe oder auch Zeitmangel, weil ich will, dass man das bei Licht dreht, wenn es draußen noch hell ist und es war immer dunkel, aber jetzt wird es wieder länger hell sein und damit höhere Chancen, da ich ein cooles Video noch drehen kann. Yay! Okay. Ich bin etwas überdreht. Das liegt an der Müdigkeit. Nicht wundern. Also, wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, Leute. Und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und mein letztes Video anzuschauen. Alles gleich im Anschluss. Yay. Okay, tschüss. Macht's gut. Habt noch einen wundervollen Tag.